Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei diesem wohl spannendsten Schiff der Weltkriegshistorie, und zwar der Bismarck, zumindest aus deutscher Sicht gesehen auf jeden Fall. Und der Frankenbubi hat das Ganze eingeschickt, daher schön und vielen Dank dafür. Und jetzt schauen wir mal, was hier die Bismarck so kann. Erstmal wird unglaublich viel gepinkt. So, er weiß selbst noch nicht so ganz, wohin er sozusagen sich akklimatisieren soll. Und jetzt Richtung, ich glaube, North Carolina war das. Ne, Pensacola. Gehen hier die Schüsse, wie gesagt, durch das Spulen nicht wundern. Erstmal müssen die Türme nachdrehen, bis sie auch in der Echtzeitgeschwindigkeit des Replays angekommen sind. Dann ist alles so, wie ihr es gewohnt seid. Aber wir haben gesehen, die Schüsse haben gar nichts getroffen, nirgendwo abgeprallt, nichts passiert. Ich würde sagen, jetzt geht es erst richtig los mit der Pensacola. Und da schauen wir mal, was er da mit der anstellen kann, der Bubi. Aber die nächste Salve bei 10 Kilometer, das dürfte jetzt doch mal besser klappen. Die ersten zwei waren jetzt noch nicht so gut, aber die muss sitzen und die sitzt auch. Und da gibt es einen 12.000er-Hit. Also um die 10 Kilometer sollte das einfach schon so ein gefundenes Fressen sein für ein Schlachtschiff. Da freut man sich eigentlich auch als Kapitän davon. Da gingen gerade ordentliche Hits raus. Also jetzt kommt er langsam auf sein Damage. Auch wenn natürlich die Tirpitz eigentlich sozusagen aus seiner Sicht ja fast nicht beschossen werden darf. Ist ja ein Frevel. Aber kein Problem. Oh, die Atago fährt rückwärts. Ja, das wird jetzt ja... Oh, 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 oh. Das könnte richtig geil werden. Komm schon. Jo, 18.900 Hitpoints weg. Hydroakustische Suche ist aktiv, um natürlich ein bisschen mehr Sicht zu bekommen. Und jetzt denkt sie die Atago wahrscheinlich auch, yay, 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 das hat mir natürlich doch ein bisschen arg viel gekostet. Also, da wollte sie sich dann doch wieder verdünnisieren. Hier kommen die Torpedos, hat aber genug Zeit jetzt eigentlich, darauf zu reagieren. Ja, perfekt, genau in das Loch sozusagen kann er hier sein Schiff manövrieren. Ideal gelaufen. So, die Tirpitz wäre für ihn eigentlich schöner zu beschießen, aber der hat natürlich die North Carolina, wobei er jetzt komplett die Breitseite der North Carolina zudreht. So macht man es nicht. North Carolina nutzt das aus, die Schüsse kommen, aber Gott sei Dank jetzt nicht der dickste Schaden, aber genau so sollte man den nicht unbedingt abdrehen. Erst dann, wenn sie geschossen hat, kann man das machen. Aber solange sie nicht geschossen hat, einfach schrägen Winkel drauffahren und gut ist. Weil in dem Fall, wenn die Nagato da hinten das auch noch mitbekommen hätte, hätte es nämlich nochmal ganz anders ausgeschaut. Aber aufgrund der Distanz ist wenigstens die North Carolina in Sekundärreichweite. Und das sehen wir ja hier, reichliche Zieltreffer und natürlich auch Brände. Also da ist alles am Start. Nächster Brand gesetzt. Auf die Pensacola kommt er noch nicht drauf. Die ist nach wie vor hinterhalb der Insel. Aber da werden sich gleich die Vordermänner, also in dem Fall hier die Gneisenau und die North Carolina drum kümmern, schätze ich mal. Die sind nämlich gleich rum ums Eck. So, und er dreht wieder Richtung North Carolina, wieder Breitseite. Also, das gefällt mir nicht. Aber ich muss ja auch hier so ein bisschen was mal sagen, was man verbessern könnte. Und hier weiterhin wieder die Sekundären am Start. Die Atago auf dem Rückzug
Aber die will er jetzt hier natürlich nicht weglassen. Dementsprechend Schüsse gehen raus. Trifft auch. Aber das war jetzt noch nichts. Dafür aber die North Carolina, die brennt wieder schön. Ah, jetzt hat die Atago aber hier wahrscheinlich die Torpedos so gelegt, dass zumindest einer trifft. Ja, einer trifft leider. Der Schaden ist nicht allzu wenig, aber wenigstens kein Flutungsschaden. Dementsprechend kommt er damit noch mit dem blauen Auge davon. So, ja, die North Carolina, die bekommt hier so viel Feuer. Also die hat hier wirklich kein leichtes Leben. Dürfte jetzt auch sich gleich für sie erledigt haben. Vielleicht sehen wir ja dann seinen ersten Kill. Auf jeden Fall die Zieltreffer der Sekundären sind sehr beeindruckend. So, 180 Hitpoints hat er noch und ja, den Nahkampfexperten und den Brandstifter zurecht. Jetzt schnell reindrehen und alle Kanonen Richtung Nagato und dann gleich gegendrehen. Schießen, zack und wieder reinpendeln. Ja, und da sehen wir, 15.000 Schaden gemacht, hat aber auch zu viel bekommen. Das hätte da schneller gehen müssen. Also der seine Breitseite, die zeigt er immer viel zu lang. Das ist auf jeden Fall was, woran noch arbeiten muss daran. Nachgeladen hat er, aber jetzt hat hier die Nagato den besseren Winkel, deswegen auch jetzt in Anführungszeichen nur 8000 Schaden, da wären nämlich sonst noch mehr drin gewesen. Seine Sekundären, also die haben mal richtig viel Arbeit hier mit ihm, da ist einiges los. Und jetzt der nächste Kill, Numero 2. Also auf Deutsch Nummer 2, vielleicht für den einen oder anderen, der ganz auf der Brennsuppe hergeschwommen ist. So, und was passiert jetzt mit der Atago? Leider langt der Hit noch nicht aus, um sie zu versenken. Da hatte ich schon gedacht, das könnte schon ausreichen. Aber da wollte sie nicht und heilt sich jetzt auch wieder gegen. Hier jetzt natürlich die North Carolina, da jetzt ideal eigentlich vom Winkel, aber ja, er ist ja zu langsam, aber wenigstens ist sein Winkel diesmal besser. Deswegen hat man das auch schon vom Sound gehört, viele Abpraller dabei. Und jetzt kann er natürlich hier gerade aufgrund seiner sehr langsamen Fahrt nicht mit den hinteren Türmen nachziehen, deswegen kann er jetzt nur mit den vorderen drauf schießen. 5000 Schaden, okay, aber auch einfach nicht genug. Torpedos hier im Wasser. Das ist jetzt arschknapp gewesen, dass der hier vorbeiläuft. Also, huiuiui. Könnte man fast meinen, das war so gewollt, wenn man es nicht besser wüsste. So, jetzt konzentriere sich nochmal auf die Atago. Ist auch meines Erachtens das Sinnigere. North Carolina sollte hoffentlich gleich weg sein. Ich würde jetzt hier Ich hätte jetzt die Sekundären auf die North Carolina geschickt. Hätte sein können, dass er sich den Kill holt. Und ja, den Kill könnte er vielleicht später noch gebrauchen. Man weiß es ja nie.
Auf jeden Fall hat er jetzt mit zwei Bränden zu kämpfen. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Kann hier sich gleich wieder... Ja, nee, muss die 20 Sekunden noch durchhalten. Ich habe es gerade vercheckt. Auf jeden Fall, da nimmt er jetzt die Atago raus. Aber wie gesagt, noch zwei Brandherde, die er da an Deck hat. Heilen kann er sich gerade nicht, weil das ist ja dann eben gerade eben frisch aktiviert gewesen. Das einzig Gute, dass er dann recht viel Hitpoints hat zum wieder noch heilen. Aber er hat 171.000 Schaden schon auf der Uhr. Also bisher hat er da eh richtig, richtig gut Gas gegeben. So, die Leute schießen hier auf ihn. Allerdings alles noch gut, aber 1500 ist halt auch kaum mehr was. Offen ist er auch, also das ist natürlich die Fidschi. Aber er schreibt auf jeden Fall selber 291 Sekundärhits, das ist einfach schon brachial. Bleibt hier allerdings offen, also er geht nicht mehr zu. 1000 Hitpoints. Hier fliegen die ja eh, da kommt praktisch der Brand, aber er kann Gott sei Dank noch im letzten Augenblick da reparieren. Dann nochmal HE. Boah, ist das knapp. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Jetzt heil dich sofort. Heil dich instant. Der drückt wahrscheinlich schon ganze Zeit die Taste. Und jetzt kriegt er Gott sei Dank wieder ein bisschen HP zurück. Warum er jetzt nicht auf die Fidschi schießt, das verstehe ich nicht. Weil der hat ja wirklich die ganze Zeit offen. Und jetzt endlich gehen da die Grüße raus. Aber ein bisschen zu weit daneben geballert. Noch vielleicht mit der zweiten Salve, dass er sie dann wegmacht. Ja, mit der zweiten klappt dann sogar eine Zitadelle dabei gewesen. Oh, dicker Hit hier auf der Kutuzov. Und wieder mal die Sekundären am Start. Gut, dass die Tirpitz ihn jetzt hier nicht fokussiert. Nochmal ein schöner Treffer, 9600 Schaden. Und jetzt nähert sich die Tirpitz dem Ende. Ich mich auch. Und er schreibt, let it for Kraken, also die hätte er natürlich gern. Ich sag schon mal vielen Dank, ob er die Krake bekommt oder sie sich wer anders schnappt. Sehen wir jetzt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.